Hier ist Anja und zusammen mit der Easy spielen wir mal wieder Fashion Famous. Das heißt nie Easy, ich bin Lia. Kann sein, dass wir jede Folge einfach so, oh ja, Lia, ne? Ja, okay, ich bin Easy. Account ist immer noch gehackt. Entdeck den mal zurück, Easy. Ja, ich genau. Ist jemand von euch Hacker? Dann meldet euch mal bei mir. Echt so? Russische Hacker hier am Start? Wahrscheinlich, ein Haufen. Gehe ich von aus. Ja. Also einfach bei Easy melden, wenn ihr russische Hacker seid oder auch andersländige. Also ja, wir diskriminieren ja nicht. Ja, stimmt. Okay. Wollen wir anfangen? Was ist die Kategorie? Oh, Kategorie ist obdachlos. Okay, was haben Obdachlose haben oft so und so ein Dings an, sage ich. Ja, gibt es hier Einkaufswegen? So ein paar Pfandflaschen. Okay, ich brauche jetzt erstmal Haare, die strubbelig aussehen. Nee, sowas hätte doch. Strubbelige Haare. Nicht. Je strubbeliger, desto besser. Die sind zu ordentlich. Nee. Weil der Obdachlose ist ja auch draußen. Dadurch ist ja auch viel Wind. Hier. Ich habe eine richtig gute Idee. Was denn? Sag ich nicht. Okay. Das will ich am Ende sehen. Das ich bin die mit dem coolsten Outfit. Zu ordentlich. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Der Obdachlose hat keine gemachten Haare. Was ist denn dein Konzept? Als Obdachlose. Möchte, ich verrate hier keine geheimen internen Firmenkonzepte. Die kannst das du dir nicht herrschen. Voll schade. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Mann. Kannst du vergessen. Du wirst am Ende wirst du staunen, ja? Aber bis dahin guck mir jetzt erstmal zu. Da werden wir alle staunen. Okay, haben Obdachlose Regenschirme? Ja, bestimmt, weil brauchst du ja. Ja, eben. Richtig. So, und vielleicht ein Hähnchen? Hähnchen? Okay, dann kein Hähnchen. Meinetwegen nicht. Ein Huhn, ist klar. Ja. Okay, vielleicht haben Obdachlose eher auch ein Getränk. So nach dem Motto, das ist eine Pfandflasche. Vielleicht am ehesten. Nee, der Picknickkorb ist vielleicht zu picknickig. Es ist eine schwierige Entscheidung hier. Ich hätte gerne so Partikel, die so ein bisschen stinkig sind, weißt du? So damit Leute denken, ich stinke. Stinke Partikel. Übrigens ist dir aufgefallen, dass richtig, richtig viele Deutsche auf Fashion Famous spielen. Ich glaube, weil wir das halt so oft bringen, wirklich. Oh, das kann sein. Ganz viele Zuschauer. Ja, ich weiß. Crazy. Okay, ja, hier. Oh, vielleicht sogar die Mütze macht mich obdachlos. Wow. Wow, was für eine Verwandlung. Hast du denn schon mal in der Nacht draußen geschlafen? Also beim Campen? Aber ja. Ja, hast du, okay. Wie war's? Nicht gut. Nicht gut? Nicht gut. Wieso nicht gut? Ich weiß nicht, so die ganzen Insekten und so. Nicht so. Ist nicht so deins? Die haben mich gepiekst. Okay. Gut, ich glaube, das ist ein besseres Obdachlosengesicht. Aber das ist ein Mann. Warte, ich bin kein Mann. Rückzug. Du hast noch 43 Sekunden Zeit. Ja, danke für den Stress. Was für ein Stress? Ja, weißt du ganz genau. Sekunden. Ja. Okay, vielleicht das weinende Gesicht? Das sieht jetzt eher aus wie ein verzogenes Kind. Was ist denn hier ein obdachloses Gesicht? Ah! Ich glaube, das ist nicht hast du was? Aber das Beste. Ich mache jetzt das Traurige. Okay. Nee, das ist es auch nicht. Ich fühle es nicht. Gott, Stress! Ah! Okay, warte mal. Ich habe immer noch nichts an, richtig. Ich brauche Klamotten. Gib mir Klamotten. Wo sind Klamotten? Hier sind Klamotten. Ich habe nur so eine Tunika um. Aber vielleicht ist das genau der Charme des Obdachlosen. Hier. Okay, ich bin fertig. Besser wird's nicht. Ich bin fertig. Ich mein's auch. Das war's. Okay, ich bin gespannt, was du hast. Meins sieht sehr schön aus. Meins ist auch nicht gut, aber es ist immer eine gute Idee. Okay. Es gab halt nicht so viel umzusetzen. Okay, das zum Beispiel, die Person ist mir am Anfang hinterhergelaufen. Ich glaube, das ist irgendwie eine Deutsche. Ja, aber das ist doch nicht obdachlos. Also, welcher Obdachlose... Easy, ich bin der Größte, weil ich sag es doch. Ich wusste, das Grüße geht raus. Aber sie ist doch nicht obdachlos. Oh, jetzt habe ich vergessen, nee, sie hoffentlich ist sie nicht obdachlos. Achso, ja. Ich schicke mein Herz. Okay. Ja. Sie ist ein Hase. Sie ist ein Hase. Ein Hase wohnt draußen, technisch gesehen. Deswegen gibt es 3 Sterne. Irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. Und da kommt Ronja. Oh mein Gott, doch, du bist gut. Oh mein Gott. Bist du gut? Meinst du, ein bisschen hey, aus wie, nice. Naja, man hat halt nichts gehabt. Ja, als kleiner Sammlung. Das war so ein bisschen das Konzept, für das ich gegangen bin. Und da komme ich auf die Bühne. Obdachloser Hund. Oh, das ist hallo. Süß. Ich wünschte, ich könnte bellen.
Zähne streune. Yeah! Das ist eine gute Idee. Ehrlich gesagt, das ist wirklich eine gute Idee. Okay, was hat sie? Guck, sie hat auch diesen Mantel. Gut. Das ist auch eine deutsche. Mein Hobbyspiel. Ja, stimmt. Vielleicht joinen die uns aber auch immerhin hinterher und deswegen sind es viele Deutsche auf unseren Zimmer. Aber mein Hobbyspiel ist jetzt für mich. Oh, Mist, jetzt habe ich zu spät gewertet. Ist auch nicht obdachlos. Ich habe gerade gedrückt. Was haben die denn alle immer für Bühnenkostüme an? Ja, also so langsam habe ich das Gefühl. Aber sie weint nicht schlecht. Ja, ja. Und sie hat quasi zerrissene Sachen. Ja. Weißt du was? 4 Sterne. Ich finde es auch gut. Ich wollte erst pöbeln, aber dann habe ich so ein bisschen, ne? So ein bisschen näher ran, dann hat man das gesehen, ja. Hm. So, wem haben wir denn da? Sie hat halt keine Hosen, ne? Ja, nicht so richtig. Also ein bisschen, Bein halt. Das fällt dir halt erstmal auf. Ja. Oh. Ich find's gut. So, okay. Okay, das ist aber... Die ist nicht obdachlos. Die ist nicht obdachlos. Aber es ist ein süßes Outfit. Ist ein süßes Outfit, aber die ist leider nicht obdachlos. Manchmal steht halt homeless nicht. Das ist, weil es Englisch ist. Ja, aber da kann man halt auch manchmal keine Rücksicht nehmen. Das stimmt. Okay, es geht los, die Gewinner. Ich sag, komm schon. Ja. Yes! Und du bist auch drin. Ich sehe richtig pissed aus, weil du gewonnen hast. Ich guck so grimmig rüber. So, oh mein Gott. Ja, toll, die gewinnt schon wieder. So, okay. Also, wir haben jetzt... Millionär als Thema. Was sagst du dazu? Okay, was sieht denn aus, als hätte ich Geld? Das, nicht. Nee, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das muss ja, ich meine, vielleicht das. Das ist so ein bisschen golden. Ist jetzt meine Frage, gehe ich für Magnesachen oder gehe ich für Sachen, die einfach teuer aussehen? Machst du Mädchen oder Jungskin? Ich mach Mädchen. Mädchen, okay. Mädchen. Gehst du für Jungs? Nein, ich glaube, ich mache auch Mädchenskin. Ich glaube, es wäre einfacher, Jungskin zu machen, aber ich mache trotzdem Mädchenskin. Was, schon wieder 149 Robux nur für irgendwelche Klamotten? Ach Mann, komm schon. Komm schon, gib mir Haare. Ja, okay. Gib mir Haare, bitte. Ich kann doch nicht ohne Haare hier auf die Bühne. Ich glaube, das ist nicht das Outfit meiner Träume, aber wir gucken jetzt erstmal, was es in der VIP-Abteilung gibt, weil ich habe das Gefühl, da sehen immer die Sachen hübscher aus. Warte mal, du kannst ja da sehen die Sachen teurer aus? Ja. Wenn man echt Geld dafür bezahlen muss. Hallo. Hallo. Ey, nee, das sind meine Haare. Das habe ich schon. Warte mal. Oh, warte, ich kann meine Hautfarbe ändern. Das möchte ich gerne. Ich möchte meine ändern zu rot. Deine Hautfarbe? Oh nein! Oh nein, das sieht so ungesund aus. Oh Gott. Okay, ich mache sie. Ah, das sieht ja noch ungesünder aus. Was ist mit Gelb? Oh Gott, das sieht eins schlimmer aus als das nächste. Ah! Ich hätte niemals anfangen sollen, meine Hautfarbe zu ändern. Oh nein! Easy, es war keine gute Idee. Wenn ich die eine Sache raten darf, ja? Dann lass es. Tu's dann nicht die Hautfarbe ändern. Tu's nicht. Nein, ich bin pink! Nein, mein Joke hat nichts gemacht. Ich bin ja nicht doof! Was soll das jetzt heißen, ne? Was? Hä? Hab ich versprochen. Du bist direkt am Pöbeln wieder hier. Mann, ich brauch ein schönes Kleid. Hier gibt's Mädchen, die haben richtig hübsche Kleider an. Ja, ich habe noch keine hübschen Kleider gefunden, ehrlich gesagt. Ich bin komplett lost. Es gibt welche. Es gibt welche, glaub mir. Okay. Es gibt sie. Sie existieren. Sie sind nicht. Trainingsjacken. Ich sehe das. Warte, wenn ich so eine Robe dran klatsche. Ist jetzt halt weiß. Aber dann sehe ich vielleicht aus, als hätte ich mehr Volumen. Ich finde es faszinierend, wie du einfach. Du sprichst Deutsch und dann wirfst du einfach immer so englische Wörter ein. Ich weiß. Obwohl es dafür deutsche Wörter gibt. Ich weiß. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt. Das ist, als ich angefangen habe, Online-Videospiele zu spielen. Es ist ganz schlimm, irgendwie, keine Ahnung, bergab gegangen in meiner Sprache. Das sagen mir so viele Leute, sich einfach viel zu viel zu englische Begriffe. Aber meine Freunde machen es auch alle, deswegen fällt es da keinem auf. Das ist nur, wenn man quasi außenstehende Personen hat. Dann muss man nur so haben. Denen fällt es dann auf. Ja, okay, mir fällt es auf. Ja. So, dann wollen wir mal. Ich setze mir auf jeden Fall eine Sonnenbrille auf. Ah, ja. Und zwar eine richtig teure. Ah! Wollen wir mal nicht so geizen? Und das war's. Oh mein Gott. Warte, 10 Sekunden. Warte, jetzt habe ich 2 Sonnenbrillen. Vielleicht hole ich mir noch ein Accessoire. Warte, meine Handtasche. Ich habe keine Handtasche. Nein. Ich will eine Handtasche. 5, 4. Ich will eine Handtasche. 3. Hier ist keine 2. Handtasche. Die sind woanders. Nein. Und? Oh, ich habe sie noch. Ich habe sie noch. Ich habe sie oh noch. Oh mein Gott. Ich habe sie noch. Nein, ich habe keine mehr. Tja. Oh oh. Kann nicht jeder eine haben. Schade. Hast du ein Haustier? Oh nein, ich hab mein Haustier. Oh Gott. Diese kleinen Hunde, weißt du, diese mausgroßen Hunde, die hätten man gebraucht. Ja. Naja, egal. Naja, gut. Okay, dann kann ich alles haben, ne?
Richtig. Mal gucken, was... Ja, selbst als Millionär kann man nicht alles haben. Selbst als Millionär kann man nicht alles. Ja, aber das ist ja kein Billionär, ne? Haben wir ja schon rausgefunden. Das stimmt. Weißt du, ich gebe ihr 5 Sterne. Sie hat eine Handtasche, sie hat einen Rock, sie hat wertig aussehende Haare, Make-up, alles dabei. Alles hat gesessen. Es hat von den Farben ganz okay gepasst. Oh, sie sieht hübsch aus. Sieht süß aus. Ja. Sie sieht aus wie eine Disney-Prinzessin. Ja, ne? Es ist echt niedlich. Die ist süß. Vor allem auch alles so richtig abgestimmt. Das ist niedlich. Ja, das ist wahr. Mein Outfit beißt sich sehr, aber ich dachte, es passt vielleicht. Naja, okay, du bist dran. Okay. Ja, meins ist leider sehr weiß. Ich wollte sehr noch hübsch. Was einfärben, aber... Aber wieso ist dein Rock eigentlich da oben? Das weiß ich auch nicht. Das ist easy, ich wünschte, ich könnte es dir beantworten. Aber das hat sich so entwickelt. Okay. Es hat sich so developed, wolltest du sagen. Ich benutze spezielle Wörter. Okay, sie sieht aber auch teuer aus, weil sie so einen Jumpsuit dann hat. Jumpsuit, auch ein englisches Wort. Ja, sieht ja aber dieser Jumpsuit ist ein normales Wort. Also, wie willst du das sonst nennen? Ein Sprunganzug. Okay. Lea! Also ich. Oh, ja. Oh Lea! Yeah. Oh, das ist wertig. Hier, ich werde jetzt... Ja, denke ich nämlich auch. Meine 2 Sonnenbrillen, hast du die gesehen? So clever. Der brennende Hut. Ja, das ist das einzige, was ich noch gekriegt habe. Sammy Girl? Mist. Die hat auch einen Sprunganzug an. Ich glaube, das ist die wütend ist, weil die andere ihr das Outfit geklaut hat, oder? Nein, ist sie das? Ich weiß es nicht. Sie ist VIP, sie hat VIP. Weil sie auch im Chat schreibt, ich hatte. Okay. Wünsche dir das Beste. Du schaffst es. Okay. Was, die gewinnt? Sorry. Aber komm, ich würde nicht sagen. Nee, sie sieht süß aus, das stimmt schon. Aber also, da fand ich, gab es andere, die besser aussahen. Das stimmt, zum Beispiel ich. Ach, guck mal, alle haben 19 Punkte. Ja, gut. Außer du hast 16. Ich hab 16. Letzter Platz! So, das macht dann aber auch mit dieser Folge Fashion Famous. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Kommentare könnt ihr ja bei Roblox leider nicht mehr schreiben. Aber und falls ihr was sagen möchtet, dann schreibt es unter ein Minecraft-Video. Da kann ich es lesen. Bei Roblox und halt nicht. Und abonniert den Channel! Macht's gut, bis zum nächsten Mal! Ciao!